Hallo liebe Facebook-Gemeinde, hier seht ihr Frank Nase in der Funktion des Bürgermeisters der Gemeinde Barleben. Neben mir der Sven Schulze aus dem Europäischen Parlament, der auch wieder kandidiert, ebenso wie Caroline Reinhold, die jetzt um die Sitze streiten und die Stimmen streiten im Europäischen Parlament. Heute bin ich super dankbar, dass es klappen konnte, dass das Projekt Wi-Fi for EU auch Barleben erreicht hat, beziehungsweise hier die Ortschaft Meizendorf. Peter Hiller sei auch gegrüßt als Ortsbürgermeister. Wir haben hier dieses tolle Projekt im letzten Jahr mit angeschoben. Danke erstmal für den Hinweis, dass die Rückkopplung aus Europa hier auch vor Ort angekommen ist. Sven, vielen, vielen Dank, dass das klappen konnte. Da geht es einfach darum bei dem Programm, dass die Europäische Kommission sagt, wir wollen an einigen Orten in Ortschaften entsprechend ein WLAN-Netz aufbauen. Und wir haben uns überlegt, Mensch, das ist super, in Barleben, in Meizendorf, in Ebendorf jeweils vielleicht ein oder zwei Punkte zu finden, wo wir das entsprechend haben könnten. Wir werden gemeinsam versuchen, dann diesen Antrag in Brüssel zu stellen. Ich werde aus dem Parlament das unterstützen. Du wirst es hier dann als Bürgermeister entsprechend unterstützen. Und das ist unser Ziel, deswegen waren wir heute hier. Und es ist genau richtig, wir auch als junge Generation hier in Sachsen-Anhalt, wir müssen dieses Thema Digitalisierung vorantreiben und das werden wir gemeinsam machen. Kostenloses WLAN für Gesundheitszentren, Parks und öffentliche Gebäude. Das ist das Ziel der Initiative Wi-Fi for EU. Schnelle Internet-Hotspots sollen so für jedermann zugänglich gemacht werden. Bei erfolgreicher Bewerbung erhalten die Gemeinden einen Gutschein über 15.000 Euro von der EU-Kommission. Der Gutschein wird an den beauftragten Netzausstatter weitergereicht. Dessen Rechnung bezahlt die EU. Dass hier vor Ort eure Stimme wichtig ist, ist klar. Wie kann das auch in der Zukunft klappen, dass wir wieder solche Vernetzungen schaffen, wie es jetzt dieses Jahr geklappt hat? Ja, ich glaube, ganz wichtig, und das hat dieses Projekt jetzt gezeigt, ist, dass man hier Abgeordnete auch in Brüssel hat, die aus der Region kommen. Und die Caroline und ich, wir sind beide Kandidaten jetzt für die CDU, für das Europäische Parlament hier aus der Region, aus Sachsen-Anhalt. Wir haben damals miteinander gesprochen. Ich bin auf dieses Projekt aufmerksam geworden in Brüssel, wo es hieß, es gibt 15.000 Euro für eine Gemeinde, die sich bewirbt. Wir haben damals schnell reagiert, wir beide, und du hast dich beworben mit deiner Gemeinde hier. Und jetzt haben wir die Zusage. Jetzt geht es natürlich darum, das umzusetzen. Jetzt geht es darum, zu schauen, was sind die nächsten Schritte. Aber es zeigt, wenn man in Brüssel jemanden hat, der aufpasst und weiß, was die Region braucht, dann ist es wichtig. Und wir brauchen hier Leute, sage ich ganz offen, aus der Region, aus Sachsen-Anhalt im Europäischen Parlament. Deshalb ist es gut, dass ich, dass die Caroline und dass noch zwei weitere Kandidatinnen auf der Liste stehen, die alle aus Sachsen-Anhalt kommen und die alle für uns, für die CDU kandidieren. Zwei Daumen hoch, zwei Daumen für euch, zwei Daumen für die EVP und die CDU in dem europäischen Vielen Dank. Wettstreit. So machen wir das.